Moin Leute und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You. Heute stelle ich euch einmal ein Projekt vor, das ich mitgeplant habe. Es war im Prinzip ein Planungsauftrag. Ich habe also dem Teichbesitzer geholfen, diesen Teich in die Tat umzusetzen, zu realisieren, Planungsunterlagen erstellt, Teilelisten, und der Teichbesitzer hat dieses Projekt selbstständig umgesetzt. Das ist genau die Dienstleistung, die ich seit einigen Jahren anbiete. Ein schönes Ding ist das hier geworden. 30.000, 33.000 Liter und hat hier auch eine Insel in der Mitte. Abgedichtet wurde der Teich mit Dichtschlämme und das Ganze dann gefiltert über einen Trommelfilter plus große Biokammer. Wir sehen ja auch schön eine Kreisströmung, die um die Insel herumgeführt wird. Wir haben insgesamt zwei Rückläufe, die das Ganze hier anfeuern. Ganz frisch fertig geworden im Jahr 2024. Und dafür sieht es echt schon gut aus. Und ich weiß ganz genau, wenn einmal ein paar Jahre rum sind, ist dieser Teich auch richtig, richtig eingewachsen. Denn bepflanzt wurde er auch schon. Und das ist immer eine sehr geile Sache, wenn dann das Grün sich drumherum entwickelt. Genauso wie die Koi. Aber schauen wir erstmal, wie hier die Bauphase verlaufen ist. Ja, ungefähr so hat das Ganze mal angefangen. Wir haben ja irgendwie ein paar Mauern im Garten gehabt und dann wurde sich an mich gewendet. Und dann haben wir hier nochmal schnell eine Planung aus dem Boden gestanzt. Einige Skizzen wurden erstellt und das Ganze dann auch von mir in den Rechner reingebracht. Richtig auf Maß gezeichnet. 3D-Modell haben wir auch noch erstellt. Und dann konnte auch schon der Bagger anrücken. Ratzifatzi wurden hier dann auch die Schalsteine auf die Baustelle gekarrt und das Ganze dann hier zusammengemauert und dann ordentlich mit Beton ausgefüllt. Natürlich ging das hier nicht in ein paar Tagen, das hat schon eine Weile mehr gedauert, aber man hat das hier echt richtig akribisch dann umgesetzt und ist auch echt sehr, sehr gut geworden. Hier sehen wir dann zum Beispiel einen der Rückläufe, der Skimmer ist das, wie er in die Wand eingebunden wurde. Und als der Teich dann vollständig ausbetoniert war, habe ich hier so ein kleines Video bekommen, dass man nochmal so einen Rundumblick erhält. Und wir sehen ja auch schön, wie man hier die Kurve realisiert hat mit den Schalsteinen. Und dann hier geht es runter in den tiefen Bereich und blickt drüben auf den Filterkeller. Yo, und dann ging es auch schon weiter. Und zwar habe ich ja gesagt, wurde dieser Teich mit Dichtschlämme abgedichtet. Wir sehen ja schon den ersten Anstrich, wie er draufgebracht wurde. Das Ganze ist hier an zwei Komponenten Dichtschlämme, die also sozusagen zusammen angemischt werden. Und dann wird das Ganze hier einfach mit einem Quast oder einem Pinsel, kann man dazu auch nehmen, auf die Wand aufgetragen. Insgesamt drei Anstriche mit entsprechender Trocknungszeit dazwischen. Und dann hat man hier wirklich einen sehr, sehr fischverträglichen, einwandfreien Anstrich, der dann auch natürlich das Wasser im Teich hält. Hier dann nochmal ein paar Blicke auf die Filtertechnik, aber das schauen wir uns gleich auch voll im Betrieb an. Also, fangen wir doch mal an. Hier haben wir zum Beispiel den Frischwasserzulauf. Sehr geil auf diesem Grundstück. Wir haben ja eine Quelle, die man anzapfen kann, um damit auch den Teich nachzufüllen. Hier dann der Skimmer, der durch die Wand geführt wurde, zieht ordentlich. Wir haben ja auch eine richtig ordentliche Umwälzung drauf, denn wir haben drei Bodenabläufe. Das heißt, wir sind mit drei Bodenabläufen, einen Skimmer bestens versorgt. Der Teich kann deutlich unter einmal die Stunde umgewälzt werden. Und das ist natürlich auch förderlich für die Wasserklarheit. Wir kriegen Schwebepartikel schneller aus dem Wasser. Und natürlich kann man, wenn man den Biofilter entsprechend auslegt, dann in Zukunft auch ein paar mehr Fische in diesem Teich halten. Die Strömung bewegt sich, wie schon gesagt, um die Insel herum. Und wenn wir dann das Filterdeck aufklappen, sehen wir, dass darunter schon vorbereitet wurde für eine Isolation, die in diese Fächer noch eingebracht werden wird vor dem Winter. Und dann arbeitet hier ein Trommelfilter von DVS, der aufgebockt wurde. Davor kommen dann die Bodenabläufe und der Skimmer hoch, die mit Zugschiebern vom Teich letzten Endes, kann das Ganze vom Teich getrennt werden und ist dann hier über die KG-Rohre mit dem Trommelfilter verbunden.
Dazu gehört natürlich die entsprechende Steuerung, die auch die Pumpen ansteuert. Falls das Gerät mal ausfallen sollte, werden die Pumpen abgeschaltet und können nicht trocken fallen. Dann haben wir hier die große, große Biokammer, in diesem Fall vollständig mit 36er Helix gefüllt. Und das ist auch echt ordentlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel da drin ist. Auf jeden Fall reicht das erstmal für eine ganze Weile, um diesen Teich ordentlich zu betreiben. Ganz am Ende der Filterkammer, ach nee, hier liegt ja noch ein Belüfterring. Der ist noch nicht eingebaut worden, muss ich dazu sagen. Der sollte eigentlich noch da drunter. Am Ende dann die Pumpen und wir sehen leider, dass die Trennwand ein bisschen weggedrückt wurde. Die Befestigung hat in diesem Fall nicht gehalten. Und die zwei Propellerpumpen PP3075, die diesen Teich dann entsprechend umwälzen. So, ich denke, für so einen Rundumschlag soll es das erstmal gewesen sein. Wir schauen noch mal ein bisschen, wie hier die Fische gefüttert werden, die übrigens überwiegend von Teichjuwelen, Koizüchtern aus Deutschland stammen. Muss auch mal dazu gesagt werden, machen echt Laune, die Kollegen. Vielen Dank fürs Einschalten, gerne ein Like da lassen. Falls ihr noch kein Abonnent seid, haut auf den Abo-Button drauf und damit verabschiede ich mich. Bis dahin, Leute. Ciao.